dass wir den nicht wieder richtig wegkriegen. Und die scheinen ja auch noch nicht alle gewachsen zu sein hier, die wir eingepflanzt haben. Alter, wie dunkel es hier gerade ist, es tut mir echt leid. Ich hätte vielleicht vorher mal pennen sollen, aber egal. Dann basteln wir jetzt eben die Nacht durch hier. So. Erde. Hat sich ja voll gelohnt. Ne, komm, dann mach ich erstmal die kaputte Schaufel. Da haben wir gleich wieder Platz im Inventar, wenn das weiter so geht. So. Da haben wir noch ein besonders kärgliches Exemplar, Alter. Das sieht aus wie ein dickes Streichholz. Hey, Gronkh, du siehst selber aus wie ein dickes Streichholz. Ja, ist ja gut. Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Jetzt wollte ich ja sagen, ja, pipapo, aber ich habe vergessen, wie der heißt. Der Sohn vom Family Guy, wie heißt er nochmal? Peter heißt Vater? Wie heißt denn der Sohn nochmal? Chris? Ja, Chris heißt er. Entschuldigung, habe ich gerade vergessen. Muss mal wieder gucken. Ich habe schon ewig keinen Family Guy mehr geguckt und schon viel zu lange keinen South Park mehr. South Park? Saus und Braus Park. So, huch. Da ist doch gerade so ein Ding da oben auf dem Baum hängen geblieben. Shit. So, ich sammle dann hier ein bisschen Holz, ein bisschen Fichtenholz. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht mehr als nötig sammeln. Und hinterher forsten wir das Ganze natürlich wieder auf. Die Musik im Hintergrund ist so laut. Ich mache da gerade mal was anderes an. Und immer noch die alte Playlist. Ich wurde ja gefragt, ich war ja eingeladen, dass, ich weiß nicht warum, aber irgendwer kam auf die völlig irrsinnige Idee, mich zum TV Total Stocker Challenge einzuladen. Also ich war ja tatsächlich eingeladen als Fahrer, wohlgemerkt. Als Fahrer sollte ich antreten beim TV Total Stocker Challenge und davon abgesehen muss ich zugeben, und ich glaube, das geht vielen von uns so, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Stocker Racing. Also ich kann das vielleicht im Fernsehen mal gucken und so, das ist ja alles recht nett. Huch, da ist es. Das ist ja alles recht nett und sieht auch sehr witzig aus, aber ich glaube, ohne Übung hast du da echt schwere Schnitte gegen... Nein, wo? Da. Ich dachte schon, ich ertrink jetzt unter Wasser. Aber ohne Übung hast du halt extrem schwere Schnitte gegen geübte Fahrer. Und weil ich halt auch keine Zeit zum Üben hätte und pipapo und momentan sowieso alles mit den Aufnahmen so ein bisschen aus dem Ruder läuft und mit Ideen und Umsetzungen pipapo, musste ich schweren Herzens absagen, weil, und das habe ich mir immer geschworen und das habe ich auch bis heute noch eingehalten, sobald ich merke, dass es an der Basis hakt, sobald ich merke, dass die Zeit angegriffen wird, die ich brauche und auch haben will, um Let's Plays aufzunehmen, weil das ist ja quasi meine Basis, das ist ja meine Heimatbasis, das ist meine Grundlage, das ist eigentlich meine Passion, das ist alles in einem quasi. Es ist das Rundum-Glücklich-Paket für mich und sobald ich merke, dass es da irgendwie rangeht und zeitmäßig rangeht und dass ich dann da zurückstecken muss, um irgendwelche Sachen, anderen Sachen machen zu können, da habe ich mir gesagt, nee, das geht nicht, dann musst du die anderen Sachen leider ablehnen und da muss man auch konsequent sein einfach. Es hilft nichts, wenn man sagt, na gut, dieses Mal nur, weil dann macht man es auch das andere Mal nur oder das nächste Mal nur oder hier mal nur, da mal nur. Und dann wurden ja angeblich ich weiß nicht genau warum, angeblich um, ja, hört sich jetzt doof an, aber es hieß dann wohl angeblich, um es mir dann zu zeigen, weil ich abgesagt habe, so aus Zeitgründen, wurden dann Waititi eingeladen. Ich glaube aber nicht, dass es deswegen sein kann, um dann, weißt du, ganz ehrlich, so einem unwichtigen Gronkh dann irgendwie zu sagen, ja, dann zeigen wir es, der hat abgesagt, hast du mal am Stolz verletzt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, ich wäre bei dem Event so oder so ein bisschen untergegangen. Da hätten vielleicht Leute zugeschaut, die hier die Let's Plays gucken oder Leute zugeschaut, die einen kennen und sowas. Aber für alle anderen, für die Grundzuschauer, für die, ich weiß nicht, wie viel schalten da ein? Eine Mille, zwei, vier, keine Ahnung. Wie viel auch immer da einschalten und für die, die kennen dich ja nicht, die wissen überhaupt nicht, wer du bist, da bist du irgendein Spacko. Und ich glaube, so leid es mir tut, Waititi sind ja mitgefahren, ich glaube, die hatten ein ähnliches Problem. Die Moderation hat sich einen Scheiß für Waititi interessiert. Konnte nicht mal die Namen richtig aussprechen, gar nichts. Das ist jetzt, sind wir mal ehrlich, liebe Freunde, das ist jetzt nicht unbedingt eine Schande, weil
die althergebrachten Medien belächeln YouTube ja sowieso ein bisschen oder halt hier unsere, das was wir hier machen mit Online-Videos, das wird ja generell sowieso gern belächelt. Wir sind halt keine, obwohl Waititi sind schon, also ich bin kein hochprofessionelles Format, ich mache hier die Videos quasi zu Hause am Schreibtisch im heimeigenen Gaming-Office und viele Videos auf YouTube sind ja nun mal auch, sagen wir mal eher aus dem Hobbybereich. Deswegen heißt es ja YouTube und nicht Professional Tube. Wobei, ich glaube, der Trend geht da eh ganz klar dahin. Man möchte so professionell sein wie Fernsehen. Und Waititi von der Umsetzung her, muss man sagen, also von der technischen Umsetzung und was dahinter steckt mit den ganzen Teams und so weiter und so fort, das ist schon sehr professionalisiert. Das ist schon ganz weit weg von Besom und sowas. Muss man fairerweise sagen, da geht man wirklich schon in Richtung Fernsehen, auch Produktionsaufwand und so weiter. Und da sollte man auch im klassischen Fernsehen, sag ich mal, oder den klassischen Medien, viele sind ja schon so aufgeschlossen, aber einige sitzen halt noch auf dem hohen Thron. Ohne das als Vorwurf zu meinen, ich kann es ja nachvollziehen. Und ich bin letzten Endes vielleicht auch ganz froh, dass ich dieses Mal nicht da war, denn man hörte so, also allein was auf Twitter los war und so, ich glaube, das war nicht unbedingt, das hat auch nicht unbedingt ein positives Licht in alle Seiten geworfen, sage ich mal. Natürlich sind vielleicht Fehler gemacht worden. Ich weiß, es ist uninteressant für die, die es nicht gesehen haben. Ich muss zugeben, ich habe es selber nicht gesehen. Ich habe es nur mitgekriegt hinterher. Ich war im Aufnehmen. Das ist der Grund, liebe Produzenten, warum ich leider nicht mitfahren konnte. Und ganz ehrlich, ich hätte auch nicht mitfahren wollen, ohne vorher zu üben. Bei Spielen, da ist es ja was anderes, wenn man hier zum Beispiel einfach nur so vor sich hin daddelt, auch ahnungslos und dann zeigt, wie Spiele sich spielen, zum Beispiel, wenn man gar keine Ahnung hat. Das ist ja meine große Fachkompetenz. Keine Ahnung haben ist meine Fachkompetenz. Und das dann auch noch erklären, wie sich spielt, wenn man keine Ahnung hat. So, und jedenfalls ist es so, bei so einem Stockcar-Challenge mitzufahren, ohne Ahnung zu haben, das ist so, als würde man sich auch, ich sag mal, bei Schlag den Raab nicht vorbereiten, sondern einfach hingehen. Was ich persönlich von der Umsetzung halte und was ich glaube, was da vielleicht hinter den Kulissen passiert, wie so eine Sachen aufgezogen sind. Es ist Fernsehen und nicht alles im Fernsehen ist ganz so, wie es dargestellt wird, gerne mal, sage ich mal. Es wird gerne ein wenig nachgeholfen oder nachkorrigiert. Das wissen wir alle, wenn wir ein wenig nachdenken. Bei einigen Formaten ist es auch sehr auffällig, wenn man darüber nachdenkt. Ich möchte jetzt keine Formate hier nennen, welche es wohl sein könnten, aber es ist teilweise schon sehr auffällig. Und sagen wir mal so, ohne bei solchen Formaten sich vorzubereiten und zu üben und so weiter und so fort, wo man dann wirklich Gegenspieler hat und pipapo und geübte Gegenspieler, das ist Narretei, sage ich. Das ist Narretei. Nein, das ist, kann man aus Spaß machen, aber man möchte ja nicht unbedingt auf dem allerletzten Platz landen. Und wenn man dann wegen jedem Kratzer tatsächlich sofort aus dem Rennen genommen wird, während andere Leute... Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur vom Hörensagen gehört. Ich möchte da jetzt auch keine verbindlichen Aussagen treffen. Wenn da Leute aus dem Rennen genommen werden wegen jedem Kratzer und andere Leute zum Beispiel weiterfahren dürfen, obwohl sie so einen halben Totalschaden vor sich herfahren, dann weiß man schon, da wird vielleicht ein wenig optimiert. Aber hey, es ist Fernsehen. Es ist Fernsehen und es ist... Vor allen Dingen Fernsehen, das immer sehr gerne in eine gewisse Richtung geht, wo Menschen professionell dargestellt werden, die vielleicht wichtiger sind als Menschen oder die fürs Konzept vielleicht wichtiger sind als Menschen, die da jetzt nur zufällig dabei sind, um vielleicht noch eine gewisse Quote in eine Richtung zu fangen oder vielleicht noch eine Aussage zu treffen wie, hey, wir machen hier so ein Crossover zum Internet. Oder vielleicht auch, das will ich sowieso nicht glauben, aber hey, wir wischen dem bösen Gronkh eins aus, weil er einfach so frech war und nicht mitfahren wollte. Wie kann er nur, dieser Schurke, dieser Ganove? Ich glaube auch, Waititi ist, und da sind wir mal ganz ehrlich, für die Quote nicht unbedingt aussagekräftig. Denn auch bei über 2 Millionen Abonnenten, die ebenfalls nicht ganz so viel aussagen, weil letzten Endes kommt es ja immer auf die Views drauf an oder wie oft man gesehen wird und so weiter, die Abonnenten selbst sind ja eigentlich... Das ist ja so, als würde man zählen, wie viele Leute einen Fernseher besitzen.
nicht wie viele das jeweilige Programm einschalten. Weißt du, das ist ja huch. Oh, ich bin holzvoll. Nee, hä? Hallo? Gib das Holz. Ach, haben wir wieder sowas. So. Naja, jedenfalls, ich glaube, ich wäre da nicht so aussagekräftig gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich da in Stolz oder Ehre verletzt haben könnte, wenn irgend so ein Bippo-YouTuber da absagt, irgend so ein Online-Fuzzi. Ich glaube nicht, dass dem so ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür müsste man schon ein wenig mehr über den Dingen stehen. So. Na, mal gucken. Vielleicht kriegt man ja irgendwann nochmal die Chance, aber vielleicht darf man sich dann irgendwann auch mal vorbereiten. Da kann man die Vorbereitung zum Beispiel auch auf YouTube mal festhalten, wie das so funktioniert. Oder weil es halt Pro7 ist, meinetwegen auch auf MyVideo oder wie auch immer, das ist ja Wurst. Aber dann halt wirklich die Vorbereitung immer für die Zuschauer festhalten, so ein bisschen. Ich glaube, hinter den Kulissen darf man da selber nicht filmen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Sonst hätte man doch bestimmt schon was gesehen davon. Man will ja auch alles ein bisschen bedeckt halten. Kann ich ja verstehen, kann ich ja verstehen. Ist ja nichts Schlimmes. Generell glaube ich aber, das alteingesessene Unternehmen, das ist ja auch in der Musikindustrie gerne mal so, das alteingesessene Unternehmen sich da so ein bisschen verklemmt haben irgendwo auf der Reise. Ich weiß noch, als Privatfernsehen, als damals RTL Plus gestartet ist, da war Privatfernsehen noch mehr so ein Versuchsobjekt. Es wurde auch viel rumprobiert. Es gab Werbefüller mit Pronto Salvatore und Karlchen, dem RTL-Maskottchen damals noch, so ein komisches rosa hässliches Ding mit so einer komischen, ich weiß nicht, mit so einer Langfingernase und so weiter und so fort. Da gab es ganz viel. Und es wurde auch sehr viel probiert, es wurde sehr viel gewagt. Es gab komische Formate, die man heute nicht mehr bringen würde. Irgend so ein Tutti Frutti oder so ein alles nichts oder. Und das hatte aber, es hatte einfach diesen Charme des Aufbruchs, sage ich mal. Und diesen Lausbuben-Charme, da war auch noch nicht alles so durchprofessionalisiert wie heute. Und ich glaube, der Trend, das auch bei YouTube sehr, sehr, sehr deutlich zu sehen, der Trend geht eindeutig zu dieser Durchprofessionalisierung, zu diesem Streamlining, zu diesem massenkompatibel sein und so weiter. Hund, geh mal weg. Hä? Was? So, wo muss ich überhaupt hin? Da, ne? Naja, da geht der Trend leider eindeutig hin und ich glaube aber, je mehr man sich professionalisiert, und das betrifft nicht nur YouTube selbst, sondern auch die Channel, je mehr man sich professionalisiert, desto unbeweglicher wird man, weil man dann anfängt, für eine gewisse Zielgruppe zu agieren, sich da nicht mehr verbiegen zu können. Nein, wir müssen das so und so machen. Das und das bringt mehr Views. Das und das ist auch nochmal ein Trick. Und da machen wir nochmal so und so. Und nein, das können wir auf gar keinen Fall machen, weil das andere hat sich mehr bewährt. Es bringt einfach mehr, wenn wir da mehr Zeit investieren und nichts Neues probieren. Ich glaube, das ist auch so ein Trend bei einigen YouTube-Channeln. Ich hoffe, ich selbst nehme mich da ein bisschen aus. Ich spiele nicht. Ich versuche das immer mal so ein bisschen zu beobachten, auch immer anhand dieser Geldgeil-Kommentare, bla bla bla, ihr wisst es ja. Versucht man selber mal ein bisschen zu gucken, wie viel ist dran und ja, du stürzt dich ja mal auf AAA-Titel, auf alle AAA-Titel. Und nein, tut mir leid, da bin ich raus aus der Nummer, das stimmt überhaupt nicht. Und stattdessen nehme ich auch nochmal so ein Fable 2 oder Neverwinter und ziehe das durch, einfach weil es Spaß macht. Und das mit dem Verbiegen. Ich hoffe, ich bin noch fähig, mich zu verbiegen. Ich weiß es gar nicht. Man selber merkt es ja gar nicht mehr. Natürlich gibt es viele, die sagen, Gronkh, du hast dich voll verändert seit damals. Ja, natürlich habe ich mich verändert seit damals. Die Zeit vergeht und Menschen ändern sich. Und inzwischen haben wir hier mehr als Full HD und Pipapo. Aber was hier die Formate und was die Let's Plays angeht, da wurde sich über Elektro-Titter aufgeregt und sowas wegen dem Wort. Da gab es ja wieder ein paar Zeigefinger in der Luft. Jagen. Aber in Wahrheit habe ich neulich mal ein Video von Atlantica Online geschaut bei mir selbst. Ein Video aus dem Jahr 2010, eins der ersten. Und das Wort, was ich da sage, ist Titte. Na sowas. Oder Titten in dem Zusammenhang. Und es stand im Zusammenhang mit Rüstungen. Dass man bei Frauen dann Hauptsache immer die Titten zeigen muss bei irgendwelchen Rüstungen, bei MMOs und bla bla bla. Und ganz ehrlich, das ist ein Wort, das lernen Kinder heute auf dem Schulhof. Das haben wir früher einfach als umgangssprachliches Wort benutzt. Super Affen, Titten, mega geil. Ich weiß gar nicht, warum man sich da
warum man sich da einen Balken in die Hose legt. Warum sich heute generell so angestellt wird. Da gibt es ja das schöne Wort Helikoptermütter oder Helikoptereltern, die quasi ihr Kind vor allem Schädlichen beschützen wollen und bla bla bla. Ich verstehe es gar nicht. Wir sind noch ein bisschen kerniger aufgewachsen. Wir haben uns noch gerne auf die Fresse gelegt und haben stolz unsere blutigen Schrammen zu Hause gezeigt. Oder vielleicht auch mal gerne einen Wortschatz gehabt, den wir vor den Eltern geheim gehalten haben. Aber unter Kumpels konnte man super damit angeben. Das war einfach so. Ich mache mal vorher Treppen, bevor ich da runterlaufe. Das war einfach so und ich glaube, das wird heute nicht anders sein. Unterschätzt mal eure Kinder nicht. Und wenn ihr eure Kinder ständig in Watte packt, liebe Eltern, ich möchte niemandem seine Erziehung vorschreiben, aber wenn man die Kinder ständig in Watte packt, dann kommt am Ende auch nur Watte dabei raus. Watte ist das denn? Kommt dabei raus. Watte hab ich denn da großgezogen?